Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Im letzten Part habe ich ja Pet Store befreit und das wurde inzwischen natürlich schon wieder zurückerobert, weil ich mal wieder ein bisschen so im Off gespielt habe. Ich zeige euch jetzt auch sofort, was ich alles Neues gemacht habe und ich habe Fragen und zwar Fragen über Fragen, Leute. In dem Sinn, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Wir haben mal wieder einen wunderschönen neuen Morgen am Start mit Tag 165 und ich weiß nicht, ob ihr es da hinten schon erblicken könnt. Ich habe das Rathaus freigeschaltet und auch schon platziert. So, wir düsen da jetzt mal hin und einmal zum Forschungstisch, ja, schwieriges Wort. Ich habe da nämlich auch schon wieder ein bisschen geforscht. Ich kann es euch ja mal ganz kurz hier zeigen. Bei Stufe 3 habe ich das große Haus erforscht, die Grube, Lagerhaus, Sägewerk, Windmühle, Werkstatt und den Schmelzofen. Das Ding ist, dass alle Hartholzbretter und einen Hartholzstamm oder mehrere brauchen. Und ich frage mich jetzt natürlich, wo bekomme ich die her? Ich habe ja die grobe Axt den Arbeitern schon gegeben, aber tatsächlich haben sie bis jetzt noch keinen Hartholzstamm geerntet. Und jetzt stehe ich natürlich auf dem Schlauch, weil ich die Gebäude gerne bauen möchte. Aber ja, leider haben sie bis jetzt noch nichts geerntet. Ich weiß halt nicht, bin ich hier im falschen Gebiet? Muss ich vielleicht eher hier bei Blackridge Pool einen neuen Außenposten aufmachen? Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Und dann habe ich natürlich unter anderem auch für unsere ganzen Quests die Dinger mal wieder vorbereitet, die Gegenstände, die wir dafür brauchen. Und dann würde ich sagen, dass wir heute mal so einen bisschen chilligeren Part machen, ohne viel Rumgekämpfe und uns halt dann auch mal wieder um die Quests kümmern, damit wir eben auch wieder Ruf aufbauen und dann vielleicht demnächst irgendwann Bradford erobern können. Genau, denn uns fehlt ja noch der Gastwirt und ich weiß nicht, was fehlt uns denn noch? Fehlt uns noch der Bauer? Ich weiß es gerade nicht. Und genau, die brauchen wir, sonst kommen wir ja auch nicht weiter. So, wo ist denn meine gute Kiste? Hier. Also, dann nehme ich jetzt mal alles mit, was ich irgendwie mitnehmen kann und hoffe, dass ich so viel wie möglich irgendwie ins Inventar packen kann. Das nehmen wir mal mit und ich glaube, das war's. Schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Pfeile mit böser Absicht. Bringe einen Bronzepfeil und zwei Stoffköcher nach Bradford. Das werden wir verfolgen und einmal nach Bradford düsen, nachdem ich was gegessen habe. Und Leute, ein Hartholzstamm wurde geerntet. Okay, also hat das anscheinend doch was gebracht. Und alles klar, dann vergesst meine Frage, denn es wurde gerade schon wieder einer geerntet. Okay, nee, dann denke ich, hat sich das tatsächlich erledigt. Wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen was mampfen und ab nach Brad Pitt. Die andere Frage, die ich noch an euch habe, ist folgende. Und zwar brauche ich für diese ganzen Gebäude ja Granit. Und mit diesem T2-Ding, wo man Steine und Erze abbauen kann, kann man aber kein Granit abbauen. Das heißt, ich habe jetzt immer selber mit der robusten Spitzhacke schon mal ein bisschen Granit abgebaut. Meine Frage ist jetzt tatsächlich, ob das dann, wenn wir die andere Werkstatt dafür haben, beziehungsweise das andere Erzabbaugedöns, ob ich dann damit die Arbeiter auch Granit abbauen lassen kann. Das wäre dann noch die andere Frage gewesen, die ich so an euch stellen wollte. Und jetzt gehen wir mal den oder die Herrn oder Dame suchen, bei der wir das abgeben müssen. Wo bist denn? Bist du das da vorne? Ich bitte Sie, warten Sie. Hallo Hans. Hey Fellow. Wegen dieser Pfeile. Hast du sie? Ich habe Pfeile und Köcher. Hier ist dein Gold und noch etwas extra. Bogenschießen. Wir haben 75 Ruhm bekommen und 50 Münzen. Sehr gut. Was haben wir denn als nächstes? Harte Arbeit. Zweimal robuste Spitzhacke und zwei Vorschlaghammer. Können wir verfolgen. Ist nämlich auch hier. Und zwar direkt bei Patrick. Was die Gegenstände angeht, die du verlangt hast. Hier sind sie. Nehmen wir Handwerk.
Und haben auch wieder 300 Vertrauen in Bradford gewonnen und 300 Münzen. Sehr schön. Das ist in Farnworth, das ist in Blackridge Pool und das ist, glaube ich, auch in Blackridge Pool gewesen. Dann verfolgen wir das hier mal und düsen nach Farnworth. Jetzt habe ich nämlich endlich diese drei Eberhauer zusammen. Die Quest haben wir ja auch schon ewig jetzt im Inventar. Ich habe übrigens für Petstone jetzt auch wieder die Quest bekommen, dass ich es zurückerobern soll. Was ich mir gedacht habe, ist vielleicht folgendes, weil mir jemand gesagt hat, dass die Leute sich dann auch irgendwann selber wehren können. Und es gibt ja tatsächlich diesen Übungsplatz, den man in einem Dorf platzieren kann. Vielleicht würde ich erstmal die Dörfer quasi herrichten, also das Zeug alles platzieren, Häuser, Brunnen und so weiter, Übungsplatz. Und dass wir es vielleicht dann erst einnehmen, wenn sie so weit sind, dass sie sich selber verteidigen können. Macht das irgendwie Sinn? Beziehungsweise hat das vielleicht schon mal jemand von euch so gemacht? Das würde mich tatsächlich auch mal sehr interessieren. Farnworth, wo bist denn da unten? Dann einmal dorthin und reingedüst nach Farnworth. Ich weiß jetzt auch nicht, das macht wahrscheinlich schon Sinn, dass wir zuerst Bradford dann erobern und danach Farnworth, also quasi in dem, in der Reihenfolge, in der wir das auch erkundet haben. Oder habt ihr das tatsächlich auch anders gemacht? Okay, Leute. Wo bist du? Wo muss ich hin? Muss ich zu ihr? Nee, zu wem muss ich? Zu wem muss ich? Zu ihr muss ich. Ah ja. Okay. Miss Dick. Hallo. Was die Stoßzähne angeht, ich habe sie gesammelt. Hier sind sie. Und wir haben eine Wildschweintrophäe bekommen, Münzen und Ruhm. Die Wildschweintrophäe konnte ich doch benutzen und auch hier aufstellen, oder? Ging das nicht? Nee, das ging nicht. Okay. Dann ist es kein Problem. Dann haben wir jetzt ja nur noch Krieg und Frieden. Das ist auch in Farnworth. Okay. Bei ihm hier hinten wieder. Wexley. Jexley. Nicht Wexley. Über das Treffen mit dem Ältesten von Schwarzrückenpool. Geile Übersetzung. Nee, doch nicht er? Hä? Bin ich jetzt deppert schon wieder? Okay, ich habe, glaube ich, jetzt gerade falsch geguckt. Das stand hier unten, stand, dass ich dann Ruhm für Farnworth bekomme, wenn ich es im Blackridge Pool abgebe. Okay, das erklärt natürlich einiges, warum er jetzt nichts hatte. Dann gehen wir jetzt nach Blackridge Pool, geben das dort ab. Und dann haben wir ja noch diese eine Quest im Blackridge Pool, wo er ja quasi nicht mit uns sprechen möchte. Ich weiß auch nicht warum. Aber jetzt gucken wir doch erstmal, dass wir die Quest Krieg und Frieden abgeben. Und dann können wir bestimmt auch wieder einige andere annehmen. Jetzt habe ich natürlich in Bradford nicht geguckt, was sehr belastend ist. Denn jetzt muss ich da ja wieder hindüsen. Macht aber auch nichts. Okay, so, wo muss ich es denn abgeben? Bist du's? Do you have a moment? I saw you. Nein, der hätte nur was für uns. Dann ist es ja tatsächlich er hier, oder? Du siehst aufgewühlt aus. Was ist los? Ich habe eine Leiche gefunden, eine der Wachen des Lords, im Wald im Westen. Es sieht so aus, als wäre die Todesursache eine Stichwunde am Hals. Das ist besorgniserregend, aber ich weiß, dass sie seit gestern drei Personen in diesem Gebiet aufgehalten haben. Vielleicht solltest du mit ihnen sprechen und der Sache auf den Grund gehen. Gib mir die Namen. Anzo, Kutka und Alistair. Ich werde sie befragen und schauen, was ich rausfinden kann. Und dann können wir jetzt hier nochmal mit ihm reden. Vom ältesten Jexley was ausrichten. Das haben wir jetzt auch gemacht. Warte mal, wieso sind denn da jetzt so viele Leute böse? Das ist natürlich doof. Habe ich die Stoffköcher jetzt schon abgegeben oder was ist da los? Ich will nur kurz ein bisschen weiter weg, dass die mich jetzt nicht nerven. Ja, genau, jetzt muss ich nochmal mit dem Victor Jexley reden. Oh, und mit denen allen. Okay, jetzt schauen wir doch mal ganz kurz, wo auf der Karte die sich befinden. Die sind tatsächlich hier in dem Gebiet.
Dann hätte ich jetzt gesagt, wenn die doch eh schon da sind, dann gehen wir jetzt denen mal hinterher und quatschen mit denen. Na komm, geh doch drüber. Und dann gehen wir zurück zu Yexley. Hier war ich übrigens auch ein bisschen erkunden und habe nochmal so ein paar Granitvorkommen und so gefunden. Habe auch Torf gefunden und genau, das zeige ich euch dann aber auch noch. So, Kutka. Jemand wurde in den Wäldern ermordet. Was weißt denn du so darüber? Wenn du versuchst, mich zu beschuldigen, brauchst du das nicht. Ich war im Wald und habe meinen Hund ausgeführt. Okay, wenn du das sagst. Dann müssen wir einmal dorthin. Und ich habe mich schon gefragt, für was die Gebäude sind, weil man die ja eben markiert hat auf der Karte. Jetzt wissen wir es. Das mit den Baumsämlingen klappt auch erstaunlich gut. Also die werden relativ schnell angepflanzt, habe ich so das Gefühl. Und natürlich dann auch relativ schnell wieder abgeholzt. Aber bisher ist eigentlich richtig cool, muss ich sagen. Hey du, Anzo. Ich untersuche einen Mord im Wald. Das ist beunruhigend. Ich habe gestern in dieser Gegend gejagt, aber niemanden gesehen. Okay, danke für deine Zeit. Wo ist jetzt die Ander? Da hinten. Ah, voll weit, aber gut. Die sind wir halt dahinter. Und hier ist die Hütte der oder des guten Alistair. Es ist ein Typ. Und dann sprechen wir ihn auch an. Wie geht's dir? Nicht gut, leider. Ich habe eine Leiche im Wald gefunden. Du wohnst in der Gegend. Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Er sagt, er geht selten in den Wald und deswegen hat er nichts Verdächtiges gesehen. Bist du dir sicher, dass du nichts gesehen hast? Nein, es tut mir leid. Danke für deine Zeit. Und jetzt müssen wir wieder mit Marcel Dobbins sprechen. Und deswegen einmal zurück nach Blackery Chipperwole. Oder wie hieß es? Schwarzrücken irgendwas? Ach ja, genau, weil es mir gerade wieder einfällt. Ich habe mir natürlich auch den Ulmen Kurzbogen gemacht. Und ich kann ja, wie ihr jetzt bereits gesehen habt, auch schon Bronzepfeile herstellen. Ich denke, das hilft mir auf jeden Fall urgemein weiter, dann auch stärker zu werden gegen die Briganten. Hi Marcel. Wer glaubst du, ist der Mörder? Oh mein Gott, das muss ich mir jetzt aussuchen. Ich würde sagen, der Erste. Das ist ein Schock. Sie haben jahrelang in der Nähe des Dorfes gelebt, ohne dass etwas passiert ist. Aber ich werde dir vertrauen und sie verhaften lassen. Ich muss jetzt gehen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch Hilfe benötigen. Ruhm 500, Vertrauen in Blackishburg gewonnen, 150 alte Münzen, 5 Stück. Wow, okay. Krasser Scheiß. Da könnten wir doch eigentlich gleich mal wieder was in Bogenschießen stecken. Und er hat, glaube ich, noch was für uns. Nehmen wir doch mal hier jetzt auch die ganzen Quests an, wenn wir schon da sind. Gut, wo ist noch jemand, der eine Quest für uns hat? Hier. Dort hinten ist noch jemand. Jetzt möchte ich aber ganz kurz mal bei ihm gucken, was er so auf Lager hat. Ein Apfel. Den kaufen wir uns zum Essen. Okay, da hinten ist noch jemand mit einer Quest. Die holen wir uns dann auch. Und dann, glaube ich, haben wir in Blackwich Pool alle geholt. Hi, Zimmermann, was brauchst du? Okay, so, gucken wir nochmal. Im Blackwich Pool haben wir alles. Jetzt haben wir auch wieder ein paar neue Quests. Und ich möchte aber eigentlich diese hier erstmal zu Ende bringen. Und deswegen müssen wir zurück nach Farnworth. Also, einmal zum Reiseschild gedampft und nach Farnworth gedüst. Victor, Victorius, wo sind sie? Ich habe Neuigkeiten für dich. Oh, jetzt habe ich mich hier... Bin ich hier aber jetzt ganz schön blöd gelaufen. Hey, you, wie ist es gelaufen? Hat er unserem Vorschlag zugestimmt? Er hat zugestimmt, er wartet auf das erste Handelstreffen mit dir. Wow, das hat uns auch wieder richtig viel gegeben. Nice. Er hat auch eine Quest. Hello, wieder. Kann ich dir irgendwie helfen? Gut. Gibt es hier noch irgendwen mit einer Quest?
Those persons should be ich more glaube grateful. Nicht. Dann, meine Lieben, düsen wir erstmal nach Hause. Dann muss ich nämlich auch noch die, nicht die Hartholz-Baumstämme, sondern die Hartholz-Stämme, also nee, Bretter in Auftrag geben. Das machen wir dann noch und dann müssen wir sowieso kurz pennen gehen. Und dann schauen wir jetzt, was wir für neue Questen alle haben. Okay, dann einmal zur Plankenherstellung. Das müsste das hier sein, oder? Genau, Hartholzbrett. So, nee, ich will nicht so viele. So, 50 und auffüllen. Dann sollen die das nämlich machen, das ist einwandfrei. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich überlege ja, was ich jetzt zuerst platzieren soll, was vielleicht am meisten Sinn macht, aber ich habe keine Ahnung. Weil ich mir irgendwie bei jedem denke, es macht Sinn. Die Grube könnte Sinn machen, weil vielleicht dann eben auch Granit abgebaut werden kann. Die Werkstatt macht Sinn, weil vielleicht bessere Werkzeuge hergestellt werden können. Die Windmühle macht Sinn. Zusammen mit der Bäckerei, weil sie dann besseres Essen haben. Das große Haus würde aber auch Sinn machen. Ich brauche halt aber auch noch hier gehärtetes Seil. Und das bekomme ich ja nur, wenn ich irgendwie Harz habe. Und ich habe gehört, dass Harz tatsächlich aus Hartholzstämmen kommt, wenn ich mich da nicht täusche. Also da schreibt mir bitte auch mal, wo ich Harz herbekomme. Ich kann zwar mal kurz gucken. Unterlagerung, Lunetria, unter Harvey Harz habe ich noch nichts eben. Genau das ist der Punkt. Irgendwie muss ja Harz rauskommen. Okay, wir haben es 19.31 Uhr, einen Tag später und dann ist eh schon wieder Winter leider. Dann räume ich jetzt das Zeug noch auf. Und wisst ihr, was mich übelst nervt? Dass die tatsächlich hier immer hängen bleiben an meinem Haus und dann hier auch das ganze Zeug immer verlieren. Das finde ich sehr, sehr ärgerlich. Und wir haben übelst viele alte Münzen. Die könnten wir vielleicht auch mal abgeben. Jetzt weiß ich nicht, in Bradford dann vielleicht. Macht das Sinn? Ach so, die Wildschwein-Trophäe. Nee, die will ich jetzt noch nicht platzieren. Die platziere ich dann bei unserem Rathaus, weil das ist ja quasi eh das Letzte, was wir bauen können, weil es gibt ja kein T4, soweit ich weiß. Also einmal dann noch schnell die Bücher alle weggelegt und ins Bettchen gegangen. Was ich euch noch gerne zeigen möchte, ist das mit den Lieferungen. Das klappt jetzt auch schon sehr gut. Ich habe es so umgestellt, wie ihr mir das gesagt habt. Und genau, also das klappt erstaunlich gut. Passt auch. Die sind einigermaßen zufrieden, hätte ich jetzt mal behauptet. Und genau, dann düsen wir doch einmal rüber zu unserem neuen Rathaus. Ich muss mal gucken, ob wir überhaupt was im Forschungstisch jetzt noch haben, was erforscht werden muss oder gerade dabei ist quasi. Und was wir dann als nächstes so erforschen können. Ich würde halt einfach alles erforschen, was ich halt jetzt erforschen kann. Und dann muss ich ja sowieso auf die anderen Apprentice-Leute warten. So, jetzt habe ich natürlich wieder nichts gegessen, war ja klar. Ach genau, aktuell wird die Herberge erforscht. Dafür braucht es noch zwei Riemen. Die bringen die aber dann. Genau. Ja, jetzt ist natürlich, wie gesagt, die Frage, was wir platzieren und wie ich das Ganze hier am liebsten gestalten möchte. Denn ich würde tatsächlich mich dann auf hier umsiedeln, weil hier auch eine schöne große Fläche ist. Und deswegen weiß ich noch nicht, wenn ich jetzt hier auf die Windmühle klicke. Also ihr seht ja, die Fläche ist ja schon eigentlich ziemlich groß, aber die Bauwerke sind halt auch ziemlich groß. Die Windmühle sollte neben der Bäckerei stehen, neben einem Lagerhaus und neben Weizenfeldern. Ich glaube, das würde Sinn machen. Und deswegen vielleicht baue ich die Häuser um das Rathaus drumherum.
Macht das irgendwie Sinn, aber dann wäre es doch besser, wenn ich tatsächlich zuerst das große Haus baue. Aber dafür brauche ich eben gehärtetes Seil. Also Leute, sagt mir mal bitte, bevor ich jetzt was baue, wo ich Harz herbekomme. Und was vielleicht Sinn macht, dass ich zuerst baue. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz eigentlich hier hinten schauen, ob ich denn dieses Seil überhaupt schon herstellen könnte oder ob ich dafür dann auch wieder die bessere Weberei brauche. Also in der Gerberhütte kann ich es auf jeden Fall nicht machen. Wie sieht's? Wartet mal, was ist das jetzt hier? Wo kann ich hier hinklicken? Nirgendwo. Dann schauen wir hier mal hin. Hier, gehärtetes Seil. Ich kann es also schon machen. Okay. Das heißt, es wäre kein Problem, wenn ich jetzt das Haus platziere. Die Quests, die wir jetzt offen haben, dafür brauchen wir Holzplanken, Leder. Mit dem muss ich einmal nur sprechen. Dreimal Dünger. Mit dem Schmied muss ich sprechen und finde das verlorene Schwert. Okay, das ist also, glaube ich, alles irgendwie machbar. Außer vielleicht das hier. Da muss ich mal gucken, dass ich mich dafür vielleicht bewaffne oder so. Genau. Sollen wir dann schon unser erstes Wohnhäuschen mal platzieren, Leute? Was meint ihr? Ich habe gesehen, dass das tatsächlich auch wirklich riesig ist. Im Vergleich zu denen, die wir halt jetzt haben. Aber es können halt auch 7 Personen drin wohnen. Das ist natürlich schon eine richtig geile Sache. Okay, also. Großes Haus F. Guck mal, wie riesig das ist. Das ist fast so groß wie das Rathaus und hat sogar noch einen kleinen Garten. So, hier kann ich es nicht platzieren. Boah, Leute, das ist echt eine Herausforderung jetzt. Wo soll ich das platzieren? Wieso kann ich es hier nirgends platzieren eigentlich? Hier könnte ich es platzieren. Sollen wir es einfach hier platzieren? Dann ist auch noch. Oder warte mal, geht es vielleicht auch hier? Hoppala, das war ein bisschen doof. Hallo. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse das mit dem Haus noch und will zuerst tatsächlich doch was anderes bauen. Und zwar dann wirklich die Windmühle. Okay, dafür brauchen wir ja dann Platz für Felder. Und das wäre eigentlich auch hier dahinter nicht schlecht. Ach Mann, das ist immer so eine Platzierungsfrage. Aber guckt mal, wir können doch, weil ich auch nicht weiß, wie groß die Bäckerei ist. Nee, Leute, wisst ihr was? Ich lasse das mit dem Platzieren jetzt erstmal sein. Erforsche dann noch das, was ich erforschen kann. Und dann gucke ich mir das nochmal an, wie das dann am besten ausschaut. So, dann können wir doch jetzt auch nochmal, bevor ich den Part beende, die ganzen Münzen mitnehmen und sie vielleicht in Brad Pitt abgeben. Genau. Und dann haben wir ja für heute auch schon wieder einiges erreicht. Außer, dass ich kein Harz habe. Das ist natürlich eine richtig blöde Sache. Und Leute, zuerst was essen, dass ich Ausdauer habe. Und die Leute, sie sind halt echt solche Vielfräße. Ich habe so viel Fleisch und so gehabt und dann vom einen auf den anderen Tag alles einfach weg. Und hier backt schon wieder einer. Nehmen wir alles mit und düsen nach Brad Pitt. Hat sich auch wieder gereimt. Ich sollte Dichter Reimer werden. Dichter Reimer, ein Dichter Reimer. Was für ein Schmuddelwetter da schon wieder ist, ey. Ist doch nicht mehr feierlich. Einmal hier lang bitte und hier hoch. Ich weiß auch nicht, warum ich immer den Weg gehe. Hat sich jetzt irgendwie so eingebürgert. Und die Hartholzbretterproduktion läuft gut. Das passt mir sehr, denn wir brauchen ja ganz viel davon für die erweiterten Gebäude. Du musst nicht für mich beten, deswegen muss ich dir auch keinen Coin geben. Mir ist nämlich nicht mehr zu helfen. Wo ist denn jetzt eigentlich der Älteste? Ich glaube noch weiter oben, oder?
Come closer. Ah ja, hier. Well met, fellow. Ich habe etwas Besonderes für dich. Verkaufen. Dann haben wir alle los und 610 Vertrauen gewonnen. Sehr schön. Ja, super, Leute. Dann haben wir heute einiges geschafft, was ich auch schaffen wollte. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle und wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin, euch eine wunderschöne Zeit und einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Bye, bye.